Kaum jemand kennt die internationale Bankenwelt besser als Joe Ackermann. In der Provinz aufgewachsen, hat der Sohn eines Landarztes eine grandiose Karriere gemacht. Er arbeitete sich bis an die Spitze der Deutschen Bank hoch, die er dann in die erste Reihe der globalen Finanzindustrie führte. Aber wo Licht ist, gibt es auch Schatten. Dazu gehören der Mannesmann-Prozess und deftige Strafzahlungen. 10 Jahre nach dem Abschied von der Deutschen Bank ist es Zeit für einen Blick zurück und nach vorn. Was hat die Finanzwelt aus der Krise 2008 gelernt? Haben wir jetzt Inflation, weil die Zentralbanken versagt haben? Und wohin steuert der Finanzplatz Schweiz? Das ist unser Thema in NZZ Standpunkte. Herzlich willkommen. Unser Gast heute ist, wie gesagt, der Schweizer Banker, Financier und promovierte Ökonom Joe Ackermann. Herzlich willkommen, Herr Ackermann. Danke und danke für die Einladung. Ist die Finanzwelt nicht schlauer als 2008? Hat sie nichts gelernt? Damals sah sie die Finanzkrise nicht kommen. Und heute sind die Zentralbanken völlig überrascht von der Inflation. Ja, es zeigt es natürlich, wie komplex diese Zusammenhänge sind. Man arbeitet ja gerne mit Modellen, auch mathematischen Modellen, die uns einen gewissen Blick in die Zukunft erlauben. Aber dabei gehen auch viele Dinge verloren. Man ist irgendwo immer zwischen Skylla und Charybdis. Auf der einen Seite ist es eben in der Finanzkrise die Frage des Verlustes versus Opportunitätskosten, das heißt entgangene Gewinne. Und bei den Zentralbanken ist es ganz stark jetzt zwischen Inflation und Rezession. Und ich glaube, was man in allen Fällen immer wieder etwas unterschätzt, ist die zeitliche Dimension und zweitens politische Implikationen. Ich möchte das kurz darstellen. Die zeitliche Dimension: bei der Finanzkrise gab es viele, die gesagt haben, das ist eine kleine Delle, wir kommen sehr rasch aus dieser Delle heraus und wir werden wieder in einigen Monaten ganz normale Märkte haben, bei niedrigen Zinssätzen, übrigens auch bei niedrigen Risikoprämien. Und da haben wir, glaube ich, eines unterschätzt, dass die Verbriefung zwar dazu führt, dass man die Risiken global verteilt, aber eben als Homo economicus davon ausgegangen ist, dass jeder nur Risiken nimmt, die er auch mit seinem Kapital verkraften kann. Und das war total falsch. Wenn ich da hineinspringen darf, aber das schien ja dann zeitweise so, als hätten auch viele professionelle Teilnehmer am Finanzplatz vor der Finanzkrise eigentlich völlig den Überblick verloren, welche Risiken sie da in ihren Büchern hatten. Ja, das stimmt. Nur ist natürlich mit Mark-to-Market, also der marktmäßigen Bewertung, ist das sehr heikel. Ich gebe mal ein Beispiel. Mhm. Das Studentenportfolio, also von Studentenkrediten, ist ja in der Regel so um die 95% bewertet, weil die meisten Studenten den Kredit bedienen und auch zurückbezahlen. Sie reden jetzt von den USA. Genau. Und in der Finanzkrise war dieser Wert plötzlich bei 30%. Das heißt, man musste 70% abwerten. Und so ging es bei vielen Assets, die man in den Büchern hatte. Das hat man in dieser Radikalität nicht gesehen. Und jetzt bei den Zentralbanken ist natürlich die Sache sehr komplex. Wenn man die Modelle angeschaut hat, noch vor einigen Monaten, war in der Tat die Inflationserwartung mittelfristig eher moderat. Das heißt, man konnte von einer temporären Situation ausgehen. Man war sich gewohnt, während vielen Jahren der wirtschaftspolitischen Zielsetzung größeres Gewicht beizumessen, weil die Inflation eigentlich kein Thema war. Und da hat man natürlich die zeitliche Dimension total falsch eingeschränkt. Und das Zweite, was dazukommt, ist eben die politische Dimension. Zur Politik wollen wir noch später kommen, weil das ist, glaube ich, ein ganz eigenes Kapitel. Bleiben wir mal jetzt bei der Inflation. Sie sagen, es hat diese Modelle gegeben und man ist von einer geringen Inflation ausgegangen. Auf der anderen Seite musste man nur NZZ lesen, weil dort unsere Spezialisten für Geldpolitik immer gesagt haben, schon seit mehreren Jahren, die lockere Politik, Geldpolitik wird negative Effekte haben, bis hin zu einer Inflation. Waren da die Journalisten schlauer als die Banker? Manchmal waren sie ein bisschen zu stark fokussiert auf Deutschland. Ich habe ja
einige Jahre, und das war wahrscheinlich meine interessanteste Zeit, in Zypern gearbeitet. Und da erlebt man eben die Geldpolitik der EZB an der Peripherie. Und die EZB muss natürlich auch Rücksicht nehmen auf diese Länder. Wir dürfen nicht vergessen, dass, wenn wir zu restriktiv werden, das auch dramatische Folgen hat auf die Länder, die sehr hoch verschuldet sind und die sich refinanzieren müssen. Das führt dann dazu, dass wir wieder in eine Schuldenkrise kommen. Und das dürfen wir natürlich nicht zulassen. Aber ich gebe recht, die Zeichen waren klar auf Inflation gestellt. Man hat zu lange gewartet. Man hat auch das Mandat der Zentralbanken überdehnt. Ich glaube, es hat mit Klimaschutz und vielem anderen nichts oder sehr wenig zu tun, sondern das sind politische Aufgaben, die außerordentlich wichtig sind. Und die Zentralbank sollte sich wirklich auf Preisstabilität konzentrieren. Nur wollte man nicht zu schnell eben die wirtschaftliche Entwicklung irgendwie zum Erliegen bringen. Man darf ja nicht vergessen, wir kamen aus der Finanzkrise in die Schuldenkrise und dann in die Pandemie. All das hat natürlich zu großer Vorsicht gemahnt. Eben, wir hatten erst die Finanzkrise, dann hatten wir die Eurokrise, jetzt Corona. Wenn Sie jetzt zurückblicken, war es, und all das waren ja immer gute Gründe, die Schleusen, die finanzpolitischen Schleusen oder geldpolitischen Schleusen aufzumachen. Wenn Sie jetzt zurückblicken und mit dem völligen, ja, man ist klüger hinterher als zuvor, wenn Sie da zurückschauen, sagen Sie, es war falsch, die Politik des lockeren Geldes, oder es war am Schluss unvermeidlich angesichts der ganzen Krisen? Also wäre die Schuldenkrise, und das war ja in der Schweiz weniger ein Thema, aber natürlich in Europa ein ganz großes Thema, das er wirklich hautnah miterlebt hat, der musste einfach sehen, dass wenn es da noch weitergeht, dann kommen wir in eine große systemische Krise rein. Und ich glaube, dieses whatever it takes, das man ja immer noch kritisieren kann, war zu damaligen Zeitpunkt richtig und ist es, glaube ich, auch im Nachhinein. Nur hat man es zu lange gedehnt und man hat natürlich die politische Reaktion und die politischen Maßnahmen dann eben nicht ergriffen, die notwendig waren in einem, wie wir alle wissen, nicht ganz optimalen Währungsraum der Eurozone, dann eben auch die politischen Konsequenzen zu ziehen, sprich Produktivitätssteigerungen, sprich Beschäftigung und so weiter. Das hat dazu geführt, dass man sich zu stark auf den Schultern der Zentralbanken wahrscheinlich ausgeruht hat. Sie haben jetzt schon das Zitat angesprochen, whatever it takes. Also wir machen alles, was erforderlich ist. Das berühmte Zitat des damaligen Chefs der Europäischen Zentralbank, Draghi. Hat sich da die Politik einfach dann hinter ihm versteckt und gesagt, okay, Draghi, mach du mal und mach die Schleusen auf und wir brauchen ja dann eigentlich nichts mehr machen. Ja, man hat es sich sicher zu bequem gemacht. Also ich war ja damals oft an den USA so in Diskussionen und eigentlich gingen alle davon aus, dass der Euro zusammenbricht. Kaum jemand unter den Ökonomen hat noch irgendwo auf den Euro gewettet. Und im Nachhinein haben alle gesagt, wir haben die Reaktion der EZB unterschätzt. Aber natürlich hätte man dann viel schneller auch reagieren müssen und eben dafür sorgen, dass die relativen Preise besser werden, dass die Länder konkurrenzfähiger werden. Und da hat man sich zu lange ausgeruht. Das war politisch natürlich leichter. Und das ist ja wieder ein Thema, das wir auch heute haben. Eben, es ist immer politisch leichter, am Anfang nichts zu machen. Nehmen wir zum Beispiel die Präsidentin, die heutige Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Sie hat noch vor relativ kurzer Zeit sehr apodiktisch gesagt, dass Inflation werde es nicht geben und wenn, dann sei sie ein sehr kurzfristiges Phänomen. Hat jemand wie Frau Lagarde da eigentlich noch Vertrauen verdient? Ja gut, weil ich sie sehr gut kenne und schätze, würde ich das jetzt nicht in Frage stellen. Aber was ich ja vorher schon kurz angetönt habe, man hat natürlich die politischen Implikationen hat man einfach nicht gesehen. Also was, ich habe vor einem Jahr an einem Panel in Helsinki, als Larry Summers, der frühere oder immer noch bekannte Ökonom, sehr stark gewarnt hat vor Inflation,
insbesondere auch aus den Transfereinkommen, die in den USA geschaffen werden. Im Gegensatz zu Europa, wo man ja auch riesige Programme bewilligt hat, aber die viel eher in die Zukunft gerichtet sind. Also künftige Technologien, Digitalisierung, Infrastruktur, haben die Amerikaner auch sehr stark soziale Transfereinkommen geschaffen. Das hat natürlich zu größerer Inflation geführt, noch schlimmer als bei uns. Und ich habe damals gesagt, all das ist richtig, unterstütze ich auch, aber es gibt noch drei Punkte, die eben auch gefährlich sind. Das eine ist die grüne Inflationierung aufgrund der Transformation der Wirtschaft. Das zweite sind die geopolitischen Risiken. Ich habe damals nicht an die Ukraine gedacht, sondern eher an China und die Vereinigten Staaten. Und das dritte war eben auch die Pandemie, die nicht zu Ende ist und die dann durch diese Lockdowns eben zu sehr gestörten Lieferketten geführt hat. Ich glaube, das muss man in einer Gesamtschau, wenn man fair ist, mit berücksichtigen. Aber man hätte früher reagieren sollen. Das, ich glaube, da kann man nicht widersprechen. Also jetzt bin ich ganz fair und sage, von einer Zentralbankchefin erwarte ich schon, dass sie solche eine Zusammenschau, wie Sie gerade gesagt haben, nun selber macht und hätte da schon einmal früher reagieren sollen. Daher nochmal meine Frage, hat die EZB zu spät reagiert? Ja, das ist nun. Also das ist, gilt für die Amerikaner genauso wie für die EZB. Das war einfach, man hatte Angst, zu stark restriktiv zu werden. Man darf ja nicht vergessen, in den 70er Jahren, 80er Jahren, als in den USA ganz massiv die restriktive Geldpolitik appliziert wurde, hat das dann nicht nur zu großer Rezession geführt, sondern eben auch zur Schuldenkrise in Lateinamerika. Und die Leute, insbesondere auch um Frau Lagarde herum, haben unglaublich Angst, zu Recht auch, vor einer weiteren Schuldenkrise in Europa, die dann wirklich ans Eingemachte geht, wenn wir das noch einmal erleben würden, eine Eurokrise dieses Ausmaßes. Das sind natürlich die allerhehresten Motive. Wer will schon eine Finanzkrise in Lateinamerika verursachen? Ich habe jetzt aber doch den Verdacht, dass da ein paar weniger hehre Motive auch eine Rolle gespielt haben. Hochverschuldete Staaten haben ein Interesse an niedrigen Zinsen. Die beiden EU-Schwergewichte Frankreich und EU und Frankreich und Italien haben hohe Schulden. Also haben die natürlich ein großes Interesse daran gehabt, dass die EZB ihre Politik des lockeren Geldes fortsetzt. Hat da Frau Lagarde, die ja nun auch noch Französin ist und auch der lange Zeit in der französischen Politik tätig war, halt nicht einfach dem Druck Frankreichs nachgegeben? Ja, sicher hat sie viel Sympathie für diese politischen Herausforderungen. Das ist, gilt ja nicht nur für Italien und Frankreich, es gilt auch für von Griechenland über Spanien und so weiter. Das ist ein großes Thema Europas und davor hat man natürlich sehr große Angst. Aber es ist ja nicht nur die Staaten, es sind auch die Unternehmen. Wir haben verschiedene Zombie-Unternehmen, die wahrscheinlich in einer restriktiven Geldpolitik mit höheren Zinssätzen sehr rasch in Schwierigkeiten kommt. Und man darf nicht vergessen, als wir die Immobilienkrise in der Schweiz hatten, hatten wir einmal 40 Milliarden Verluste in der Schweiz auch, weil einfach plötzlich die Immobilienkredite gefährdet waren. Und man hat unglaublich Angst vor der Stabilität des Finanzsystems, aber auch der Stabilität natürlich der europäischen Wirtschaft. Aber das spielen leider ist es ein bisschen politisiert worden, das Ganze. Ich finde, die Neutralität, die früher die Zentralbanken hatten, müssen wiederhergestellt werden. Und das Mandat muss reduziert werden. Wir können nicht zu stark eben in andere politische Bereiche mitmischen wollen, wie Klimawandel oder vieles mehr. Das ist nicht Aufgabe der Zentralbank. Wir hatten einmal ein Vortrag von Duisenberg vor vielen Jahren in Prag, der hat 40 Minuten lang, das war nicht gerade sehr spannend, über die Geldpolitik gesprochen, hat nur über die Preisstabilität gesprochen. Und das war vielleicht etwas gar übertrieben, aber wir müssen wieder zu dieser primären Aufgabestellung zurückkommen. Wim Duisenberg, er war der erste Chef der Europäischen Zentralbank. Ja.
Aber eben, das war noch ein Zentralbanker von altem Schrot und Korn. Für den gab es nichts Wichtigeres als Geldstabilität. Mhm. Sie haben es selber angesprochen. Heute sehen die Zentralbanken viele andere Dinge als mindestens genauso wichtig an. Das ist natürlich verursacht durch die Politik. Wenn man das mal ganz hart sagt, sind heute Zentralbanken, die ja eigentlich unabhängig sein sollten, der Büttel der Politik. Auf jeden Fall nehmen sie eben politische Interessen viel mehr wahr und glauben auch, hier eine Rolle spielen zu müssen. Das würde ich eher so formulieren. Wenn das jetzt etwas, Sie formulieren das etwas freundlicher, etwas weniger hart, aber an der Sache ändert sich ja nichts. Nehmen wir da die nächste Krise schon in Kauf, weil eben wieder die Zentralbanken nicht mehr unabhängig sei. Und historisch gesehen gab es ja viele Länder in Europa, die keine unabhängigen Zentralbanken hatten. Die deutsche Zentralbank war verhasst dafür, weil sie eben so unabhängig war, und die Franzosen konnten das überhaupt nicht verstehen. Also diese schwindende Unabhängigkeit der Zentralbanken, ist das der Keim für die nächste Krise? Es könnte sein, und das ist jetzt gerade die große Frage, ob man jetzt gegen die Inflation so restriktiv ankämpft, dass man auch bereit ist, eine Rezession in Kauf zu nehmen. Und da gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Wahrscheinlich wird es notwendig sein, sehr restriktiv zu sein, um die Inflationserwartungen, die sich ja immer mehr auch in Löhne und Preise einpreisen, dass man das bekämpft, diese Inflationsmentalität. Und das erfordert eine sehr starke, restriktive Politik. Aber mit der Gefahr, dass das eben zu einer starken Wachstumsverlangsamung führt, bis eben hin zu Fragen der Stabilität der europäischen Gemeinschaft. Und das wird die große Frage sein. In den USA scheint man etwas mutiger zu sein, ist aber auch nicht ganz so schwierig. In Europa ist man nach wie vor zögerlich. Aber wenn die Zentralbank jetzt den Mut aufbringt, wirklich sehr restriktiv gegen die Inflation vorzugehen, dann würde ich sagen, hat sie sich wieder verselbstständigt, hat auch wieder Glaubwürdigkeit zurückgewonnen. Wenn sie aber natürlich relativ klein beigibt, so mit Trippelschritten, und damit die Inflation nicht wirklich bekämpft, auch immer mehr Lohnforderungen kommen, wie heute in Deutschland schon von 8%, dann führt das zu einer Verstetigung der Inflation mit gravierenden Folgen. Und das wäre dann eine kurzfristige Politik, die sehr bedauerlich wäre und die natürlich durchaus zur nächsten Krise führen könnte. Eben, wenn die EZB ihrem Rezept folgt, heißt das eine Rezession, also wirtschaftlichen Abschwung in der Eurozone. Und gleichzeitig heißt es, dass Länder wie Italien, die ja wirklich extrem verschuldet sind, in ganz schwierige Probleme kommen. Heißt das, dass wir, wie gesagt, immer, wenn die EZB macht, was Sie vorschlagen, nicht nur die wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben, sondern auch wieder damit rechnen müssen, dass die Eurokrise zurückkehrt, dass wir wieder an dem Punkt stehen, wo der Euro zerbrechen könnte? Ja, irgendwann müssen wir uns ja der Wahrheit stellen. Also wir haben das in der Eurokrise in den Jahren 10, 11 mit sehr viel Liquidität einigermaßen überwunden und mit whatever it takes, mit vielen Anleihekäufen. Aber damit haben wir eben das Grundprinzip und die Grundmängel nicht behoben. Und irgendwann müssen wir uns diese Frage stellen, wenn wir wirklich an eine stabile künftige Entwicklung des Euroraums glauben. Und das wird die große Frage sein, ob man dazu den Mut hat oder ob man eher geneigt ist, jetzt eine Gemeinverschuldung zu machen, dass man noch stärker natürlich europäische Schulden aufnimmt, was ja Deutschland bis jetzt immer abgelehnt hat. Aber die jetzige Regierung, insbesondere die Sozialdemokraten, waren ja immer ein bisschen offener für diese Frage. Und das wird die große Herausforderung Europas sein. Sie sagen, Sie kennen Frau Lagarde und Sie schätzen Frau Lagarde. Glauben Sie, dass sie bereit ist, sich der Wahrheit zu stellen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich meine, sie ist ja nicht allein, die entscheidet. Sie hat auch Vertreter der südeuropäischen Länder um sich, die natürlich eher wahrscheinlich für eine Unterstützung der Wirtschaft plädieren. Ich glaube, sie kann nicht ganz über den politischen Schatten springen. Das würde ich von ihr nicht erwarten. Insofern ist sie auch zu wenig Zentralbankerin. Sie ist natürlich im Innersten ist sie eine Politikerin, die eine tolle Aufgabe gemacht hat in der Finanzkrise, als sie sich sehr eingesetzt hat, auch für Rettungsprogramme, die ja dann später, das vergisst man ja gerne, in der Pandemie eigentlich zum Durchbruch kamen. Während man in der Finanzkrise, wahrscheinlich auch, weil es dann primär um Banken ging, lange gezögert hat und auch vieles zugelassen hat, was ja eher schlecht war, also Kollapse von größeren, kleinen Banken mit einer großen Instabilität im Finanzsystem, hat man bei der Pandemie, weil es natürlich um die reale Wirtschaft als Ganzes ging, sehr rasch gehandelt und mit großen Programmen, sowohl auf der Finanzseite wie auch auf der monetären Seite. Und da hat sie relativ früh Hand geboten. Gut, aber jetzt sagen Sie, wird dann doch die Politikerin in ihr durchschlagen. Und sie ist nicht allein. Und der Druck aus Frankreich und Italien wird nicht klein sein. Das heißt also, das Wahrscheinlichste ist, dass man versuchen wird, sich durchzulavieren in der Hoffnung, dass es irgendwie gut geht. Ja, dieses Muddling through war seit Jahren oder fast Jahrzehnten eine Politik Europas, in dem man natürlich immer wieder versucht hat, mit Liquiditätsschüben das Ganze am Leben zu halten. Und die Gefahr besteht, dass wir hier wiederum dasselbe erleben werden. Das heißt, so wie auch in Amerika, man versucht, etwas restriktiver zu werden, Inflationserwartungen zu brechen, aber gleichzeitig eine Soft Landing zu erzielen. Das heißt, eben nicht in eine starke Rezession abzugleiten, was eben unter Paul Volcker früher, aber bei ganz anderen Zahlen, sehr dramatisch anders wurde, mit den bekannten Konsequenzen. Man kann auch sagen, irgendwann werden wir nicht umhinkommen, uns dem Grundproblem des Euro zu stellen. Und das besteht darin, solange Deutschland schwach ist, wirtschaftlich schwach ist, floriert der Euro. Und das war so, als der Euro quasi für uns alle begründet wurde, Anfang der Nullerjahre. In den ersten Jahren war Deutschland schwach, dann machte es seine Reformen. Dann ging es ein Weilchen, bis Deutschland stark wurde, bis sich das auswirkte. Aber 2012, 2013 war Deutschland wirklich wieder sehr stark. Und wir hatten die Eurokrise. Also ist am Ende nicht einfach Deutschland zu stark und müssten wir nicht zu einer Politik unterschiedlicher Wechselkurse zurück, wie wir das früher hatten, sodass eben eine Lira konnte abgewertet werden und so gab es Spielraum. Ist das nicht das eigentliche Problem? Ja, also ich meine, Deutschland hat ja auch, muss man sagen, von der relativ schwachen Währung sehr profitiert im Export. Also es natürlich ist ja nicht nur so, dass Deutschland, wäre sie in der D-Mark geblieben, ähnlich wie der Schweizer Franken, hätte sie eine ganz starke Währung gehabt und hat natürlich davon profitiert. Wie kann man nun diese Produktivitätsunterschiede ausgleichen? Das geht eben nicht mehr über Abwertungen und Aufwertungen, wie das früher bei einzelnen Währungen der Fall war. Und heute kann man es eigentlich nur über Kosten, Produktivität, also Kostensenkung und Produktivitätssteigerung. Und das braucht natürlich sehr viel politische Kraft und politischen Mut. Und insofern ist ja eine lange Debatte, ob es der optimale Währungsraum ist, ob er zu groß geworden ist, mit zu vielen Interessen, wo man nicht eher den nördlichen Teil vielleicht als Eurozone bezeichnen sollte und andere mit anderen. Da wird die Zukunft zeigen. Ich habe bis jetzt immer argumentiert, eigentlich in der ganzen Welt, dass man nicht so weit kommt, weil der politische Wille, den Euro zu retten, doch sehr ausgeprägt ist und man auch bereit ist, über den Schatten zu springen. Also ich erinnere an der Deutsche Bundestag die ganze Restrukturierung der griechischen Schulden gefordert hat, da waren ja die EZB und die Franzosen absolut dagegen. Ich
kann mich erinnern, dass Frau Merkel mir jeweils SMS geschickt hat, dass eine Sitzung gefragt hat, wie ich das beurteile. Und ich war der Meinung, wir können gar nicht anders, als hier mitzuwirken. Das hat den Banken und Versicherungen sehr viel Geld gekostet. Aber man ist immer wieder zu Schritten bereit gewesen, die dann dazu geführt haben, das Ganze mindestens einmal zu verzögern. Aber irgendwann, habe ich, glaube ich, jetzt schon zwei, dreimal auch gesagt, müssen wir das Grundproblem anpacken. Und sonst wird der Euro in dieser Form eine schwierige Zukunft haben. Aber es wäre politisch sehr bedauerlich und ich hoffe sehr, dass man sich zusammenrauft und eben diese Lösungen findet. Und man hat auch Fortschritte gemacht. Italien ist sicher heute wesentlich besser, Griechenland ist wesentlich besser, Spanien. Aber Zypern. Italien hat eine sehr, sehr hohe Schuldenquote. Wenn dort die Zinsen so steigen, wie das mit der Inflation jetzt der Fall sein könnte, dann hat Italien ein echtes Problem. Ja, man muss immer, glaube ich, zwei Dinge hier auch bemerken, anmerken. Das eine ist, wo werden die Schulden gehalten? Im Moment werden sie eben sehr stark bei der EZB gehalten. Das ist ja nicht ganz richtig. Aber es ist eben so, darum spielt, wird sich das nicht so auswirken. Und das Zweite ist, und das ist ein anderes großes Thema, das wir auch nicht gelöst haben, dieser Nexus zwischen den Bankbilanzen und den Staatsschulden. Das heißt, wir haben immer noch in den Bankbilanzen dieser Länder viel zu viele Staatsschulden. Das heißt, wenn der Staat in Schwierigkeiten kommt, kommt sofort auch das Bankensystem ins Rutschen. Und auch das muss man irgendwann einfach lösen. Und das Zweite ist natürlich die Frage, die Schuldenquote an sich ist ja nicht so das Thema, solange man refinanzieren kann. Nur wenn das Vertrauen wegbricht und die Investoren nicht mehr das Geld zur Verfügung stehen, wie das eben in der Eurokrise der Fall war, dann ist man natürlich sehr schnell in einer Liquiditätssituation. Womit wir wieder bei dem Ausgangspunkt wären, ist das Vertrauen in eine europäische Zentralbank nicht am Schluss das A und das O? Und das hat in den letzten Jahren gelitten. Das ist das A und O aller Zentralbanken, nicht nur der EZB, und hat sicher durch diese etwas expansive Politik und eben auch durch Äußerungen in den letzten Jahren geritten. Insbesondere in Deutschland, weniger, glaube ich, in südeuropäischen Ländern, die natürlich davon profitiert haben. Aber wir wissen ja, dass Mario Draghi in Deutschland sehr, sehr kritisiert wurde und auch viele Ökonomen damals gesagt haben, diese Kauf von Anleihen ist höchst problematisch und ist eigentlich nur eine Verzögerungstaktik, die am Schluss keine grundsätzliche Lösung des Problems darstellt. Machen wir jetzt mal einen ganz harten Schnitt. Gehen wir in die Nullerjahre zurück. Gehen wir zu Mannesmann, wo Sie Aufsichtsratschef waren. Dann wurde das Unternehmen verkauft an Vodafone. Der Aufsichtsrat bewilligte dem Management sehr hohe Sonderzahlen. Der Aufsichtsrat und Sie wurden daraufhin angeklagt wegen Untreue, des Vorwurfs der Untreue, also doch eines sehr schwerwiegenden Vorwurfs. Nun war Mannesmann ja wirklich eine der Perlen der deutschen Industrielandschaft, die ja dann auch zerschlagen wurde. Brauchte das Land da einen Sündenbock? Und fand man in Ihnen als Ausländer und Protagonist des amerikanischen Bankings da den idealen Sündenbock? Ja, das kann durchaus sein. Also zuerst, ich war nicht Aufsichtsratsvorsitzender, sondern ja. Ich war Mitglied des Aufsichtsrates, aber Mitglied der Präsidialkommission. Mhm. Ich bin sehr kurzfristig da reingerutscht als Nachfolger von Herrn Koppel, meinem Vorvorgänger bei der Deutschen Bank. Und da kam eben diese unfreundliche Übernahme durch Vodafone. Und der größte Aktionär, Li Ka-shing aus Hongkong, die ja alle Aktionäre sehr viel Geld verdient haben durch diese Übernahme, hat dann gefunden, wir sollten dem Management dafür einen Bonus bezahlen. Hab ich dann noch gesagt, wir müssen das rechtlich überprüfen lassen, haben wir sehr bekannte Anwaltsfirmen beauftragt, auch Professoren, alle haben gesagt, das sei in Ordnung. Und dann hat jemand geklagt, das sei untreu, und dann kam es zum Prozess. Natürlich ist im Ausland, Financial Times hatte dann die Headline, no case to answer, das heißt, es ist eigentlich kein Thema, das man beantworten muss, das ist nichts. Auch in Deutschland muss man sagen, von der
die ganzen Politiker, die Rang und Namen hatten, in der Wirtschaft sowieso, fanden das eigentlich nicht nachvollziehbar. Prozess. Dieser ganze Prozess. Es ist natürlich dann, ich wurde dann sicher sehr stark ins Zentrum gezogen aus den Gründen, die Sie erwähnt haben. Und natürlich auch noch durch mein bekanntes Victory-Zeichen, das ja so gar nicht hätte entstehen dürfen, weil die Kameras gar nicht mehr im Gerichtssaal sein durften. Jemand hat das noch gefilmt, hat das rausgeschnitten, hat viel Geld damit verdient. Aber da kam noch ein politisches dazu, das ich viel später realisiert habe. Es war ja ein englisches Unternehmen, das ein traditionelles deutsches Unternehmen unfreundlich übernommen hat. Und Victory war natürlich ein bisschen das Victory-Zeichen von Churchill. Also es kam da auch eine politische Dimension dazu. Und man hat ja lange immer geglaubt, wenn ich Chef der Deutschen Bank werde, werde ich sehr schnell die Bank nach London transferieren. Und ich glaube, erst über die vielen Jahre hat man gesehen, dass ich, glaube ich, wirklich mich sehr stark auch für Deutschland eingesetzt habe, insbesondere in der Finanzkrise. Und am Schluss war ja dann auch die Medienlandschaft sehr positiv und kamen 7000 Aktionäre und haben zweimal minutenlang Standing Ovation gegeben. Also ich glaube, es wurde dann schon irgendwann einmal erkannt. Aber es ist in Deutschland sehr, sehr schwierig, als Ausländer eines der Perlen zu führen. Meine beiden Nachfolger als Ausländer haben das nur sehr kurze Zeit geschafft. Da ist das Land, glaube ich, sehr, sehr noch nicht bereit, Ausländer in diesen Funktionen wirklich auch zu begrüßen. Nun sind Sie wirklich ein Protagonist des angelsächsisch oder angloamerikanisch geprägten Bankings. Haben Sie das unterschätzt, dass Sie so wirken würden? Und dann kam noch das Victory-Zeichen, aber auch einfach so, wie Sie aufgetreten sind. Haben Sie da unterschätzt, dass Sie in eine deutsche Kultur hineinkommen? Und wäre das im Rückblick nicht eigentlich der zentrale Punkt gewesen, an dem Sie stärker hätten arbeiten müssen? Ja, ich habe das absolut unterschätzt. Also viele der Dinge, die ich gesagt habe, sind eigentlich in der Schweiz absolut normal. Also wenn man zum Beispiel kein Staatsgeld nimmt, mindestens war das früher so, in der Schweiz stolz darauf. In Deutschland ist das eher so der fürsorgende Staat, der sich da einsetzt. Und eigentlich versteht man es nicht, dass man sich dem verweigert. Als ich gesagt habe, wir brauchen kein Staatsgeld aus ordnungspolitischen Überlegungen. Also man gibt das Geld denen, die Bedarf haben, aber nicht denen, die es nicht nötig haben. Habe mich Frau Merkel eingeladen und habe mich eigentlich gebeten, auch Staatsgeld zu nehmen, mehr als Rücksicht zu anderen Banken. Also es war schon eine sonderbare Situation. Aber das gebe ich gerne zu, dass vieles in Deutschland verpönt ist. Ich erinnere mich, was wir gemacht haben. Als ich Chef der Deutschen Bank wurde, haben wir uns überlegt, wie groß sollten wir sein, um eigentlich weltweit im Wettbewerb bestehen zu können. Und damals war die Zahl mindestens 4 Milliarden Euro. Heute wäre das viel höher. Und da haben wir gesagt, wie können wir das erreichen? Und das geht eben in Deutschland nicht im Retail Banking, wo Sie mit den Sparkassen, Genossenschaftsbanken große Wettbewerber haben. Geht auch nicht im Private Banking, da ist die Schweiz unschlagbar. Und da war das Investment Banking natürlich der Weg, der nicht nur von mir erfunden wurde, schon vor meiner Zeit eingeleitet wurde. Nur haben wir es dann wirklich stark umgesetzt und wir sind innerhalb von 3-4 Jahren von 200 Millionen Gewinn auf über 6 Milliarden gekommen und haben das ja mehrfach dann auch wiederholt. Das ist in Deutschland nicht gut angekommen. Also man muss immer unterscheiden, wo. In der Bevölkerung fand ich immer eigentlich viel mehr Sympathie, in der Politik eigentlich zum Teil auch. Aber es gibt natürlich auch in den Medien, da war das eher sehr kritisch, weil diese ganze Kultur des Angelsächsischen mit Boni, mit Meritokratie ist verpönt. Als ich zuständig wurde für Asien in Deutschland, aus der Deutschen Bank heraus, waren eigentlich fast alle Länder Verantwortliche, waren Deutsche.
Und ich habe dann natürlich gesagt, wir brauchen internationale, auch lokale Leute. Und am Schluss hatten wir eigentlich überall Leute vor Ort, die natürlich eine ganz andere Beziehungsnetz hatten in diesen Ländern als der Deutsche, der primär mit den Tochtergesellschaften, deutsche Unternehmen Geschäfte gemacht hat. Und das hat natürlich dazu geführt, dass viele auch ihren Job zum Teil verloren haben oder mindestens herabgesetzt wurden. Also, wenn ich an die Zeit zurückdenke, ich war damals Korrespondent in Deutschland und ich war Kunde der Deutschen Bank. Und ich war nicht besonders begeistert davon, als es dann in den Medien hieß, ja, die Deutsche Bank hat irgendwie genug von ihrem Retail Banking, also von dem Geschäft mit so unattraktiven Kleinkunden wie mir. Und ganz viele andere Privatkunden der Deutschen Bank dachten das auch. Gleichzeitig sagten sie dann auch, es braucht eine Eigenkapitalrendite von 25%. Also man kann schon sagen, sie haben alles darauf angelegt, sich und die Deutsche Bank in Deutschland unbeliebt zu machen. Ja, aber also Retailbanking ist ein guter Punkt. Das war nicht ich, das war mein Vorgänger, der das verselbstständigt hat. Nein, im Gegenteil, ich habe es ja zurückgeholt. Wir haben es integriert, weil damals selbst der Bundeskanzler gesagt hat, ich will nicht Kunde einer DB24 sein. Nein, ich habe das eben integriert, reintegriert, und wir haben das ja sehr gefördert. Also man darf ja nicht vergessen, dass wir Postbank gekauft haben und so weiter. Wir haben am Schluss 2 Milliarden verdient im Retailbanking. Dieser Vorwurf, dass man nicht ausreichend für Deutschland gemacht hat, das kann niemand machen. Also wir haben Saloppenheim gekauft, wir haben Postbank gekauft, wir haben die IKB Real Estate und so weiter immer mitgeholfen zu retten. Da glaube ich, kann man. Aber wir haben es eben auch auf eine globale Bank ausgesehen, weil ich fand immer, Deutschland als eine große Volkswirtschaft mit großen Unternehmen braucht auch eine Bank, die sie global begleiten kann. Und das hatte Deutschland nicht und hat es eben leider auch nicht mehr. Was für ein Problem ist das für Deutschland, dass sie keine wirklich globale Bank mehr hat? Die Deutsche Bank ist deutlich kleiner. Die Commerzbank befindet sich noch in teilweise Staatsbesitz. Die Sparkassen und Volksbanken sind regionale Geldinstitute. Aber sonst gibt es nicht. Ist das nicht eigentlich eine große Gefahr für eine führende Wirtschaftsmacht, wenn sie nicht auch eine führende Bank hat? So habe ich das immer gesehen. Als ich noch für die Credit Suisse nach Deutschland kam, hat man immer gesagt, so schön, dass ihr Schweiz und Amerikaner kommt, weil ihr macht uns das große Kapitalmarktgeschäft und die Deutschen geben uns den Kredit und den Zahlungsverkehr. Und ich finde, das musste man korrigieren. Das haben wir gemacht und haben als Einzige überlebt, muss man auch sagen. Alle anderen Banken wurden entweder gerettet oder sind untergegangen. Also insofern diene ich natürlich da ein bisschen auch als, wie soll ich sagen, als Aushängeschild. Ich möchte nur daran erinnern, dass der Fraktionsvorsitzende mir damals, Kauder von der CDU, eigentlich ganz nett, natürlich mit einem kritischen Unterton gesagt hat, Sie kommen mir als geniales Schlitzohr vor. Ich kann gut mit dem leben. Wir haben tatsächlich versucht, die Deutsche Bank ganz nach vorne zu bringen. Das ist uns gelungen. Ich habe gerade gestern nochmals geschaut, wir haben 2011 in diesem Investment Banking waren wir an dritter Stelle, weit vor allen anderen europäischen Banken. Aber ist das nicht eigentlich das große Problem? Weil in Deutschland erwartete man vom Chef einer deutschen Bank eben nicht, dass er ein geniales Schlitzohr ist, sondern so ein bisschen ein langweiliger Mensch, der sehr seriös ist und eben das Gegenteil eines Schlitzohres. Ja, das gebe ich zu. Also ich glaube, das Beste ist der legendäre Chef des Feuilletons, der FAZ, Frank Schirmacher, leider viel zu früh gestorben. Der hat mir immer wieder gesagt, Sie provozieren unglaublich viel Neid. Sie sind vermögend, Sie sind mächtig, Sie sind intelligent, Sie kommen gut an, sind charismatisch. Das ist für uns Deutsche zu viel. Und ich glaube im Nachhinein, man wäre besser gefahren, aber kommt halt darauf an, was man will, ob man etwas verändern will. Es waren ja wenige
Jahre nach der Rückrede von Präsident Herzog, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt einen Ruck geben, auch in der Bankenlandschaft. Das haben wir gemacht, aber vielleicht wäre es, wenn man nur auf Sympathie gespielt hätte, sicher besser gewesen. Aber das war nie mein Ziel, war auch in der Schweiz nie mein Ziel. Ich wollte immer etwas bewegen und habe auch Ecken und Kanten gezeigt. Und das, glaube ich, dafür bin ich bekannt und da bin ich eigentlich auch ganz glücklich damit. Okay, Sie sagen, Sympathie war nicht Ihr Ziel. Sie wollten etwas bewegen. Haben Sie am Schluss zu viel bewegt? Weil die Deutsche Bank hat ja dann hinterher einen tiefen Fall erlebt. Sie hat große Strafzahlungen leisten müssen wegen unkorrekten Verhaltens. Also haben Sie im Wunsch, etwas zu bewegen, die Regeln vernachlässigt? Ja, ich möchte einmal ein wichtiges Thema, diese ganzen Rechtskosten. Also wir waren ungefähr Nummer 5 oder 6, waren aber die Nummer 3 in der Rangliste. Also insofern sind wir immer noch besser weggekommen als viele Amerikaner, ungefähr so wie die Schweizer und so. Aber diese Rechtskosten, ich war einmal bei Präsident Bush, bei ihm im Weißen Haus, und dann sagte er mir, was ist das größte Risiko, das Sie sehen? Und dann sage ich, Herr Präsident, die Vereinigten Staaten von Amerika. Er war sehr schockiert und sagt, wieso? Die unkalkulierbaren Rechtskosten. Worauf er dann sagte, das wollen wir nicht, sprechen Sie das an und so. Dann kam Obama und hat natürlich sehr viel Geld von Banken zurückbezahlt. Also wenn man das einmal, habe schon manchen Professor gebeten, das einmal aufzuarbeiten, wenn man das wirklich einmal anschauen würde, wofür die Schweizer und Franzosen und wir und alle Geld bezahlt haben, das waren nicht nur kriminelle Machenschaften, es gab auch ein paar Verstöße. Ich will das gar nicht schönreden, aber es gab natürlich auch einfach Dinge, wo man Geld zurückhaben wollte. Also ich erinnere mich an einen Fall, da hat ein Juristen-Ehepaar geklagt und gesagt, ihr habt uns nicht gesagt, was 6% PA heißt. Ja gut, also wenn man mit solchen Argumenten, ja klar, aber wenn man mit solchen Argumenten von einem Juristen kommt, dann weiß man eben, dass man ein anderes Ziel hat. Aber die Rechtskosten sind unschön. Nur noch 3 Jahre nach meiner Zeit hat man immer noch vor Steuern in diesen Jahren 6 Milliarden verdient und hat 8 Milliarden für für Rechtskosten bezahlt. Also ohne das wäre man eigentlich immer noch relativ sehr gut gewesen. Was war dann der Grund für den tiefen Fall, der erst jetzt unter Ihrem Nachfolger gestoppt werden konnte? Was war der Grund für den tiefen Fall? Ja, der tiefe Fall ist eigentlich erst nach 16 gekommen. Das ist für mich, glaube ich, ein großes Thema war, dass man das Geschäftsmodell dann aufgrund der regulatorischen Veränderungen nicht schnell genug angepasst hat. Also was Investmentbanking war in diesen Jahren bis 2011, wurde dann natürlich als Folge der Finanzkrise stark geändert. Man musste plötzlich Eigenkapital unterhalten für Positionen, die man früher nicht musste. Und da war mein Nachfolger, zu Recht oder Unrecht, das haben wir oft diskutiert, nicht meiner Meinung. Ich glaubte, wir müssen das Geschäftsmodell jetzt sehr rasch anpassen auf ein Flow-Geschäft. Er war der Meinung, wir sollten dabei bleiben und wir werden dann eben der Last Man Standing sein und dadurch natürlich sehr gut verdienen. Ich wage bis heute nicht ganz zu sagen, ob das falsch war, denn die Amerikaner sind zum Teil geblieben und dominieren heute dieses Geschäft. Also man darf ja nicht vergessen, unter den ersten 8 der Investmentbanken weltweit gibt es 6 Amerikaner, Barclays und Credit Suisse. Und alle anderen sind eben nicht mehr dabei. Und die Amerikaner sind mit großem Abstand vorangeeilt und haben uns alle eigentlich im Regen stehen lassen. Und ob das ganz richtig war, dass man so konsequent umgestellt hat, das wird die Zukunft zeigen. Ich habe da meine Zweifel. Ein Investmentbanking ist eben das Geschäft, das ist nicht nur
Spekulationen, so überhaupt nicht, sondern es geht ja darum, Beratungsgeschäfte, Kapitalmarktgeschäfte, je mehr wir in diese Disintermediation kommen, das heißt, dass eben der Kapitalmarkt und der Geldmarkt zur Finanzierung herangezogen wird und nicht der Kreditmarkt, also über die Banken, umso mehr braucht es die Rolle der Investmentbanken. Und das ist auch übrigens im Private Banking und so spielen eben strukturierte Produkte eine immer größere Rolle. Aber in der Schweiz heißt es ja jetzt auch, UBS und gerade jetzt bei der CS, die ja nun auch von einem Problem zum anderen eilt, raus aus dem Investmentbanking, rein in das Private Banking, in das Vermögensverwaltung und in den Heimmarkt. Ist das das Allheilmittel? Ja, es ist ein Allheilmittel, wenn man einfach eine stabile, robuste Bank bauen will. Dann ist es das eine, aber man gibt natürlich den globalen Anspruch auf und überlässt das den Amerikanern. Und wenn man heute so viel diskutiert über Abhängigkeiten, also Reduktion von Abhängigkeiten bei Energie, bei Nahrungsmitteln und so weiter, dann muss man eigentlich auch daran denken, dass wir nicht Abhängigkeiten im Finanzsystem in diesem Ausmaß schaffen. Die Franzosen haben das erkannt. Die Franzosen beginnen eigentlich ihre Bank, also die Hauptbank, aufzubauen, um zu konkurrieren. Man kann das Wesen des Banking, das vergisst man manchmal ein bisschen, ist das Geschäft mit Risiken. Das heißt, Risiken zu nehmen. Und wenn man alle Risiken vermeidet, dann hat man bald keine mehr zu vermeiden, weil man schlichtweg nicht mehr im Geschäft ist. Die Frage ist, wie managt man Risiken? Und da kann man, glaube ich, auch der Deutschen Bank, übrigens ein Schweizer, der dafür zuständig war, Hugo Benziger, wirklich sagen, wir haben in der Finanzkrise sehr früh erkannt, in welche Richtung das geht, eben ein strukturelles Thema gesehen und nicht ein zyklisches. Und haben die Finanzkrise und Schuldenkrise sehr gut überstanden. Und ich hoffe sehr, dass die Credit Suisse jetzt nicht alle Risiken oder viele Risiken reduziert und damit eben Shrinking to Glory, sondern dass man die Risiken besser managt und dann eigentlich die Positionierung, die man in der Welt hat, wieder stärken kann. Und die ist nach wie vor vorhanden. Wenn der Joe Ackermann, der etwas bewegen will, 20 Jahre jünger wäre, würden Sie dann mehr Risiken nehmen und würden Sie sagen, ich will noch mal eine Schweizer Bank zu einem wirklich globalen, zu einer globalen Bank im Investmentbanking aufbauen? Wäre eine reizvolle Aufgabe. Ich würde wahrscheinlich auch der Konsolidierung das Wort reden. Ich glaube, es wäre durchaus an der Zeit, dass Europa vermehrt das Bankwesen konsolidiert. Ob das nur über die Grenze ist oder eben auch im eigenen Markt, das kann man diskutieren. Aber was ja einmal angedacht war, eine Konsolidierung in der Schweiz, glaube ich, ist nach wie vor eine Idee, die man ernst nehmen sollte. Das heißt, ein Zusammengehen von UBS und CS? Würde eine sehr starke globale Bank schaffen, aus der Schweiz heraus geführt, auch mit den Schweizer Werten, würde natürlich zu einem Abbau von Filialen in der Schweiz führen. Nur das darf man auch nicht so überschätzen, denn die Digitalisierung wird sowieso dazu führen, dass die Infrastruktur von Banken in Ländern wesentlich geringer wird. Und das würde das Ganze nur beschleunigen. Das würde wirklich den Schweizer Finanzplatz durcheinanderschütteln. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Herr Ackermann, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, am 28. August bei NZZ Standpunkte.